So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Recipe for Disaster. In den letzten zwei Folgen haben wir uns ja das Tutorial angeguckt und ich möchte mit euch gemeinsam heute in ein neues Spiel starten, und zwar in die Kampagne, und würde hier sagen, wir machen Sloppy Joes. Was müssen wir denn da machen? Bin ich gespannt, ob wir da gleich eine Übersicht kriegen, was wir erreichen müssen oder wie das läuft. Weil irgendwie bin ich sehr gespannt drauf, unser eigenes Restaurant zu haben. Sloppy Joes. Prolog. Ein unerwarteter Gast. Vor ein paar Monaten hast du deinen allerersten Teilzeitjob als Burgerbrater bei Sloppy Joes im Stadtzentrum angenommen, um Eindruck zu hinterlassen. Bist du nach Feierabend heimlich geblieben, um an einem neuen Rezept für eine Spezialsoße für den berühmten Vulkanburger zu arbeiten. Gestern hast du beschlossen, einen Kunden heimlich etwas von deiner experimentellen Soße zu verpassen. Und sie ist großartig angekommen. Toll, nicht wahr? Nun, wie sich herausgestellt hat, ist dieser Kunde ein berühmter Influencer und lässt nun Follower in Scharen in das Restaurant strömen, die Teil des Ganzen sein wollen. Der Manager ist heute nicht zur Arbeit erschienen und hat offensichtlich Panik. Jetzt liegt es an dir, den Rest des Teams unter Kontrolle zu behalten und mit diesem plötzlichen Zustrom hungrige Kunden fertig zu werden. Echte Kochkunst bedeutet mehr dem Herz als Rezept zu folgen. Okay. Wir haben ein Startkapital von 5.500. Wir haben eine Startbeliebtheit von 55%. Das sind unsere Ziele. Ich setze 5 Tische gleichzeitig. Okay, das müssen wir hinkriegen. Verdiene 150 Euro an einem Tag. Okay. Verdiene 8 Tische. Mhm. Verkaufe 5 Gerichte für 70 oder mehr. Bedingung Fehlschlag. 30% Beliebtheit. Okay, also die sollte auf jeden Fall nicht sinken. Ich denke, das kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Wir halten uns jetzt auf jeden Fall mal 5 Tische. Halten wir schon mal fest. So, wie viele Tische haben wir denn hier drin? Ach du Himmel, wie schaut's denn hier aus? Okay, okay, okay. Ich frage mich zwar, warum hier... ein Lagerregal rumsteht. Es wird jetzt definitiv in die Küche verfrachtet. Und das drehen wir auch noch. Kommt hier rüber. Den Grill. Den packen wir, würde ich sagen, auf diese Seite. Genauso wie die Fritteuse. Und die Kühlschränke kommen erstmal so hin, dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht. Ein gewöhnlicher Tisch, der passt. Kommt hier hin. Dann setzen wir den hier hin. Den Tisch hier rüber. Das wird entfernt. Warte mal, wir machen auch diese Stühle weg. Die gefallen mir einfach nicht. Und wir nehmen die hier.
das haben wir auch erreicht. Die Lampen hier oben kommen auch weg. Machen wir so. Und so. Dann kommt noch ein bisschen Grünzeug mit rein. Was ist das hier? Mal, können wir so ein TV hier vielleicht noch irgendwie hinhängen? Bringt uns der was? Machen es einfach mal, dass wir ein bisschen Deko kriegen. Und vielleicht noch eine Wandleuchte hier irgendwo hin. Oder? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Sonst könnten wir. Nee, ich glaube, sonst brauchen wir erstmal nichts. In die Toiletten müssen wir mal reingucken. Was ist denn das für ein riesen Spülbecken? Dass da vor allem auch keine Kabinen drin sind, finde ich auch nicht so genial. Machen wir hier mal eine raus. Warte mal, ich muss ja Wände ziehen. Gucken wir jetzt mal, ob wir da so eine Tür reinkriegen. Oder muss ich, die muss ich in eine Wand setzen, okay. So. Dann haben wir das schon mal so. Und da kommt ein Waschbecken hin. Schöner Spiegel. Und dann kann hier hinten noch eine Blume mit rein. Den drehen wir so. Hier auch noch eine Tür rein. Machen wir so. Dann hängen wir da auch noch einen Spiegel drüber. Und stellen hier auch noch eine Pflanze rein. Alter, da kann man ja richtig schöne Sachen reinpacken. Kann man einen Kamin und sowas hinstellen, aber das wird zu teuer sein für uns. Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbaum.
Ist ja eigentlich ein Burgerladen. Das lassen wir erstmal so. Dann gucken wir mal, was wir in der Küche noch anstellen können. Kühlschrank haben wir. Eine Fritteuse, einen Grill haben wir. Lagerregal haben wir. Feuerlöscher kommt hier definitiv rein. Brauchen wir Rattenfallen? Ich sag mal so, ich würde die, glaube ich, vorsichtshalber hier eine hinstellen. Aber sonst können wir aktuell eigentlich nichts weiter machen. Sieht sonst eigentlich erstmal ganz gut aus. So, dann brauche ich aber Personal. Ach, wir haben Personal. Da sind wir. Ach du Himmel. Servicekraft haben wir hier auf jeden Fall. Und wir haben noch Bewerber. Wie ist denn das, was wir können? Grillen. Und frittieren sind wir eher Schmies. Okay. Was haben wir für Rezepte? Mega Sloppy und so weiter. Joe Pommes. Komische Banane. Der Vulkan Burger. Wir haben auch Sachen, was wir für 70 verkaufen sollen. Ich glaube, da machen wir mal ein neues Rezept. Mega Burger. Ne, warte mal, das wird auf jeden Fall auf dem Grill gemacht. Gibt es da keinen Burger oder sowas ähnliches? Dann lassen wir das einfach durchgehen. Da machen wir jetzt einen schönen, schönen Burger draus. Können wir da keinen Patty oder sowas draus machen? Räucherspeck. Rinderhack. Dann muss ich, glaube ich, das Rinderhack nehmen, oder? Warte mal, Rinderhack und ein bisschen Räucherspeck kommt hier mit drauf. Was haben wir denn hier noch alles Schönes? Dann kommen da Zwiebeln mit rein. Pommes gibt es natürlich auch dazu. Und dann sollte man vielleicht gucken, ob man da noch Käse oder was dazu machen. Ein Burgerbrot braucht man. Ich brauche Käse. Ohne Käse geht hier gar nichts. Ein Reifenkäse oder ein Cheddar. Okay, wir nehmen ein bisschen reiferen Käse. Und ich glaube, jetzt kann ich nichts mehr mit dazu machen. Oder? Nee, geht nicht mehr. Und dann würde ich mal sagen, wird der gespeichert
dann gehen wir ins Rezept. Und den bieten wir einfach mal ganz frech für 71 an. Und schauen, was passiert. Dann müssen wir natürlich noch die ganzen Sachen brauchen wir. Achso, im Lager steht da dran. Da haben wir schon welche, okay. Oh, das sieht, glaube ich, erstmal ganz gut aus. Die 10 Stück. So, dann möchte ich mal gucken, wie schaut es hier aus, die Küche. Hat natürlich kein Ambiente, aber das Lokal an sich ja. Im Klo selber nein. Könnten wir da vielleicht noch gegenwirken? Dass wir da ein Regal reinmachen, wo wir von mir aus irgendwas draufstehen haben. Weiß nicht, ob das was hilft. Machen wir mal weg und wieder hin. Nee, nicht wirklich. Okay. Aber dann würde ich sagen, wird der Laden mal eröffnet. Achso, wir müssen hier oben öffnen. Gehen trotzdem mal schnell auf Pause. Weil ich möchte jetzt die Mitarbeiter zuordnen. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus 8er, die haben alle Stufe 2. Dann würde ich mal sagen, kommst du da rein. Und dann darfst du da hin. Karl Porter, das ist doch der, oder? Nee, nicht mal. Und ich. Dann hat sie auf jeden Fall mal alle Tische. Aufwand beeinflusst die Leistung der Arbeitskräfte bei der Nutzung dieses Objekts. Großer Aufwand bedeutet, dass mehr Zeit benötigt und Ausdauer schneller verbraucht wird. Das ist Karl. Oh, dies. Karl Castro. Dann gehst du definitiv in Service. Das ist mir jetzt auch egal. Aber den habe ich hier drin, gell? Und den Porter habe ich hier. Dann kommt der Porter hier mit rein. Dann sind die zwei beim Kochen. Die zwei beim Kochen und die zwei sind im Service. Oder sollte ich eventuell noch jemanden einstellen für Arbeitsplatte eventuell? Oder jemanden zum Reinigen, das wäre natürlich jetzt auch noch was. Oh, der hat 5 beim Grillen. Komm, auf geht's. Dann darfst du an den Grill noch mit dazu. Wie ist denn das? Kann der auch gut grillen? Nee. Dann grillen die zwei. Und der macht hauptsächlich seine Fritteuse. Könnte ja auch theoretisch noch ein eine zweite Fritteuse mit unterbringen. Oder einen zweiten Grill. Ich glaube, ich nehme noch einen zweiten Grill.
der Grill kommt, ist nur für ihn. Fliegt er hier wieder raus und ist da auf der Dings wieder mit dazu. Der da. Gut, dann sollte das jetzt passen und wir gucken einfach mal, was es bringt. Ob wir auch dem Ansturm gewachsen sind. Hat zwar ein bisschen gebraucht, aber ich möchte natürlich ein bisschen Ordnung hier gleich haben und genug Personal. Na gut, ich habe 5 Leute hier. Ich hoffe, das rentiert sich. Sonst muss ich hier noch schauen, dass ich einen 5. Tisch reinkriege. Würde ich das notfalls hinkriegen? Ja, da die es hinkriegen. Komm, wir machen noch einen zusätzlichen Tisch. Kann ja nicht schaden. Und sie war das. Und wer möchte hier noch bedienen? Reporter eventuell, okay. Aber ich habe hier den Servettenstings vergessen. So. Jetzt geht's los. Weil es soll ja jetzt auch nach dem neuen Update, das ist auch heute zufällig rausgekommen, bei mir ist jetzt der 27., wo ich das aufnehme, wo Ratten und sowas dazugekommen sind. Und das Gesundheitsamt. Und da möchte ich natürlich jetzt keinen Ärger haben damit. Ach, das ist ja genial. Da stehen ja richtig Gerichte auf den Herd und in der Fritteuse. Das habe ich gar nicht gewusst. Oh, was ist mit euch los? Was habt ihr für ein Problem? Besetze 5 Tische gleichzeitig, haben wir schon. Geringe Erwartung. Schütten Brot. Und was habt ihr für Gedanken? Gar keine. Die ersten kriegen das Essen, so wie es ausschaut. Jody Russell, wenn ich ehrlich bin, koche ich schrecklich, aber dabei ist es mein Traum, Koch zu sein. Ah. Nee, danke. Auch keinen weiteren Koch aktuell. Gucken wir mal, haben wir schon Bewertungen? Nee, noch nicht. Aber die hier sind sie schon am Essen. Eine Teller ist leer. Alle Teller sind leer. Die hat immer den Daumen nach unten. Und die müssen auch aufs Klo, okay. Habe ich wahrscheinlich zu wenig Klos. Was momentan denen ihr Problem ist. Ja, sieht so aus. Ich bestelle Zutaten. Was brauchen wir denn? Oh. Mozzarella, habe ich den irgendwo drauf? Ich bestelle jetzt einfach von jedem hier mal ein bisschen was mit. Keep Minimum Storages. Machen wir 10. Außer... Doch, darf er machen. Kein Problem. Wir werden jetzt aber kurz ins Baumenü gehen, ohne Scheiß. Weil wenn die hier schon jammern wegen dem Klo, dann nur
nutzen wir halt den Raum hier auch noch mit. Und machen hier auch ein Klo draus. Wo waren Klos hier? Dann können sie hier rein. Und dann kriegt er hier noch eine Toilette. Gut, die eine Toilette ist natürlich jetzt schon verstopft, wie ich sehe. Und ich glaube, wir bauen auf der Seite auch noch mit an. Das machen wir. Wie machen wir es denn am geschicktesten? Die Wand sehen wir noch. So entlang und so entlang. Dann gibt es jetzt hier eine Tür. Und da hätte ich gerne eine Tür. Und zweimal Toilette. Und wir reißen. Nee, warte mal. Ich möchte gerne diese Tür hier. Wie kann ich in die. Konnte ich die Wand denn nochmal wegreißen? Gute Frage, gell? Weil ich würde da ganz gerne hier aufmachen. Oder kann ich die nur wegreißen, wenn... Wir machen hier einfach einen Türrahmen rein. Dann geht es auch. Dann färben wir das Ganze. Wir haben das hier irgendwie in so einem komischen Muster eigentlich. Die Wand hier nicht hin, oder? Warte mal, die kann ich doch irgendwo nach oben setzen, die Wand. Ah ja. Okay, dann machen wir das anders. Warte mal, Textur. So, das passt. Dann müssen wir bloß noch schauen, dass wir den da nach da hinten verschieben. Dann kommen die auch wieder rein. Und es wird hier noch ein Wandregal hinkommen. So machen wir das wieder. Und lassen das Ganze weiterlaufen, beziehungsweise wird jetzt hier... Ich warte mal, dann nehme ich doch jetzt für die Ausgabe, nehme ich jetzt mal uns. Achso, meiner macht Pause, dann... Machst du mal da bitte schnell... Das Klo wieder ganz, bevor hier mein ganzer Laden absäuft. Das muss ja nicht sein.
Wie lange braucht denn die da? Und ich hoffe, die wischt jetzt hier alles zusammen. Der muss sich wirklich jedes Eckchen selber sagen. Was wurden jetzt hier schon wieder alle? Kann doch gar nicht sein, dass Mozzarella alle geht. Wir haben 10 auf Lager. Das ist nicht so geil, dass das hier gerade echt alles so passiert ist. Aber gut. Gehört dazu. Aber es sieht anscheinend gut aus. Gut, unsere Bewertung ist ein bisschen gesunken. Warum auch immer. Na, ich weiß, dass die eigentlich gewinnen sollte, aber... Dann putzt du jetzt bitte weiter. Keine meiner Lieblingsgerichte werden hier serviert. Kosmische Banane war gut, war günstig, wirklich großartig. Okay. Müssen wir mal gucken, was der für ein Lieblingsgericht hat. Aber der putzt hier jetzt erst noch alles, bevor der hier weggeht. Da wird noch geputzt. Und dann muss er die Tische putzen, mein Guter. Und du putzt hier schon mal den Boden. Und danach macht er das Regal sauber, also das wird echt ein bisschen anspruchsvoll, wenn ich das mal so sagen darf. Erstmal die ganzen Regale wieder sauber machen. Steht hier gerade nochmal irgendjemand rum? Sie steht gerade rum. Kann sie hier weiter putzen? Und dann wird der Kühlschrank noch geputzt, bitte, liebe Dame. Ja, und der Herd muss auch gleich geputzt werden. Jo, es läuft. Danach können wir gleich draußen immer noch die Tische putzen. So, wer steht hier draußen gerade rum? Du? Dann machst du diesen Tisch sauber.
fehlt noch. Ein Tisch muss noch bedient werden, ein 70 Euro Ding muss noch verkauft werden. Und du gerade Zeit hast, komm schon rein und putzt hier drin. Und wenn du Zeit hast, putzt du das Ding. Und du hast gerade Zeit und kannst den Tisch hier putzen. Gut. Dann haben wir das jetzt, glaube ich, erstmal alles soweit im Griff. Oder ist wieder irgendwas kaputt oder so? Ne, sieht gerade gut aus. Gratulation, du hast die nötigen Ziele erreicht, um nächstes Level fortzufahren. 35 Minuten, was haben wir jetzt nicht geschafft? Wir haben den Bonus nicht geschafft, leider. Okay, aber nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall die Mission so weit hingekriegt. Dann würde ich sagen, mit dem Bild sind wir dann am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Muss echt sagen, das Spiel ist wuselig, macht Spaß. Man muss sich teilweise wirklich ein bisschen konzentrieren, dass man das mit Sauberkeit und alles auf dem Schirm behält. Weil das ist doch ein bisschen intensiver. Auch mit dem Personal, dass das so funktioniert. Und ihr seht schon, wenn so ein Wasserschaden ist, ist schon mal schnell Land unter im ganzen Betrieb. Aber wir gucken mal, ob wir es in der nächsten Mission besser machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Däumchen da. Ansonsten euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.